Hallihallo da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von Stell mir deine Frage Nummer 2. Heute Auflösung Nummer 2 von euren Fragen. Und los geht's! Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist ganz einfach und simpel und hier ist sie. Boah, richtig geil, ey. Ey, was für dich der schlimmste YouTuber oder die schlimmste YouTuberin? Herr Tutorial. Wenn ich ihn sehe, ich könnte so richtig... Guckst du manchmal eine Dinge an? Nein, das tue ich nicht. Vielleicht tust du das ja, aber ich gucke im Gegensatz zu dir sowas Schönes an. Yeah. Hey Matze, was ist eigentlich dein Ziel auf YouTube? Und willst du mal richtig berühmt werden? Und kannst du noch einen guten Tipp verraten, wie man einen guten YouTuber wird? Grüße, Battlefield Hater, yes! Hey, na klar will ich gerne berühmt werden, willst du das etwa nicht, oder was? Und wie man da draußen ganz einfach ein guter YouTuber wird? Tja, mach es ganz einfach, stell dir viele Videos rein, mach viele Schneidearbeiten dabei und mach gute Effekte damit rein. Dann wärst du vielleicht zu was. Wirst du auf diese Frage hier in deinem nächsten Video beantworten? Wärst du bei meinem neuen Video auch ein neues Kommi schreiben? Sag es! Hey, moin Matze, mit welchem Programm machst du deine geilen Spezialeffekte? Magix Video Deluxe 16. Hallo Matze Cooks, wie schaffst du es, so viele Abonnenten zu bekommen? Da ich bei Facebook bin und auch natürlich YouTube und mein VZ und noch ein paar anderen Chats, da werbe ich ein bisschen für mich und einige Leute kennen mich auch schon, weil ich schon bekannt bin und daher kriege ich auch die ganzen Abonnenten. Und desto mehr Abonnenten ich bekomme, desto bekannter werde ich und desto bekannter werde ich und desto bekannter werde ich und desto bekannter werde ich. Und wenn andere denken von euch da draußen, dass ich Sub vor Sub mache oder Abo gegen Abo, nein, das tue ich nicht, sonst würdet ihr es ja auch sehen, dass ich es mache. Richtig? Richtig. Denkst du, dass man mangelndes Schauspielvermögen mit aufwendigen Spezialeffekten wegmachen kann? Kann man, muss man aber nicht. Und kennst du schon mein neues Gewehr? Es nennt sich Mops-Gewehr. So sieht es aus. Hey Matze, meine Frage lautet, was würdest du mit 1 Million Euro machen? Ein weiteres Sparpaket eröffnen für Griechenland natürlich, die armen Säcke. Hey Matze, ich mag deine Videos und meine Frage an dich ist, was trinkst du am liebsten? Was ich am liebsten trinke ist natürlich Sprite. Was ist dein Lieblingshobby? Mein Lieblingshobby ist Angeln und auch PS3 zocken natürlich. Was ist dein Lieblingsessen? Jägerschnitzel mit Pommes. Lecker. Wer ist dein Lieblingsmusiker? Eddie John. Wer mein Lieblingsmusiker ist, das ist Eminem. Stehst du auf Frauen? Ich stehe auf Frauen und das sogar 3-mal am Tag, 6-mal die Woche und 12-mal im Jahr. So Matze, du weißt, ich mag dich echt gerne, wirklich. Aber deine Videos werden immer langweiliger. Irgendwie steckt da keine Liebe, beispielsweise ich will das unbedingt drinne. Deine ersten Videos sind echt der Hammer, aber momentan scheint mir das so, dass du keine Einfälle hast. Das ist echt sehr schade. Meine Fragen, was los mit bei dir? Wieso keine Einfälle? Kannst du auch mal so ein richtig tolles Comedy-Video machen? Ich weiß, du kannst das, du bist der Typ dafür. Machst du das? Erstens, bei mir ist nichts los. Zweitens, ich habe noch Einfälle. Und ja, ich kann ein Comedy-Video gerne für dich machen. Mopsgeschwindigkeit? Hey, warum bist du YouTube? Hey, warum bist du es nicht? Wie bist du darauf gekommen, solche Arten von Videos zu drehen? Also, wie ich darauf gekommen bin, das ist ganz einfach und zwar erstens aus Langeweile und zweitens später habe ich mir mal gedacht, warum baust du nicht einfach eine Community auf? Und wie ihr seht, ja, ich habe es geschafft und es wird nach und nach immer mehr an Fans. Ja, so Leute, das war's auch mal wieder von Auflösung Nummer 2. Nicht zu vergessen, ihr könnt mich gerne auch adden bei Facebook. Ich habe doch ein Fanprofil aufgebaut und ihr könnt mich auch so adden auf mein Profil. Link ist in der Beschreibung. Bis dahin, hasta la vista, baby. Und tschüss und bang und buff und tralala.